Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Terraria. Guck mal ganz kurz nach. Okay, ja, wir haben es einfach mal verdammt 0.30 Uhr. So lange wollte ich eigentlich gar nicht aufnehmen. Aber YOLO. Dann ist das halt jetzt so. Ja, wir haben in der letzten Folge noch festgestellt, dass wir nicht alles haben, was wir brauchen für den Bohrer. Wie auch immer, meine Uhr läuft halt sowieso nicht ganz richtig. Was wollte ich gerade sagen? Ah ja, genau. Wir haben festgestellt, dass wir nicht alles haben, was wir für die Maschine brauchen. Da hat er mir mal seine geliehen. Und ich muss sagen, ich arbeite mich damit sehr gut voran. Aber ist auch kein Wunder. Oh Moment, können wir nicht jetzt auch eigentlich das da einsammeln? Tatsache. Ich glaube, das hatten wir aber schon sogar schon so. Never mind. Boah, ganz viele Erze und sonstige Kram ist in meinem Inventar. Das wird so furchtbar nachher beim Aussortieren. Ingwöhn. Oh Gott, das wird so lustig hier gerade. Nein! Ah, Mann. Komm. Holy moly. Das hat mich jetzt beinahe gekillt, die Bindusa. Aber so weit lasse ich gar nicht erst kommen. Ach, der Gegenstand, genau das, was er machen soll. So. Zum Maurerkeller. Ich kenne. Ah, okay. Das ist wunderschön. Das, was ich herausgefunden habe, oder? Na. Warte, ich zeig's dir gleich mal. Einräumen. Ja, ich merke schon. Hey, du musst doch. Holy, da hätte ich mich beinahe selber gekillt von den Tempo-Verhältnissen her. Die Axt ist super. Alter. Komm raus mit den Steinen. Raus auch mit den Perlsteinen. Ja. Holy. Jetzt kannst du nicht kämpfen. Oh, ganz schlecht. Ich baue gerade den Schnür ab. Wodurch hast du das Ding denn? Ah, durch meine volle Status. Sternstaubrüstung. Alter, so viel. Ah, okay. Zu viel Wasser, was in die Lava fließt. Oh, aber das ist gut. Das ist gerade mal ausnahmsweise gut. Wenn ich wieder ich sein will, dann. Boah, Alter. Hä?
Okay, ich brauche mal gerade irgendwie Platz für das. Das sind coole Blöcke. Die nehme ich auf jeden Fall mit. So, und ich sollte vielleicht mal wieder ein bisschen Platz für anderen Kram machen. Hat jemand von euch eigentlich jemals diesen von Plantel, diese Pixiere, wie auch immer dieser Stab heißt, den Pygmies Stab bekommen? Was macht er? Der beschwört einen Pygmie Begleiter. Ich bräuchte den. Das sagt mir nicht wirklich was. Warum brauchst du den denn? Damit, wenn ich den im Inventar habe, dann kann ich Beschwörungsstuff beim Hexenhändler kaufen. Aber nur, wenn ich das Ding im Inventar habe. Ach so. Also deswegen, perfekt, brauche ich nicht wirklich. Was willst du denn beim Hexen? Werde ich dann... Ich weiß auf jeden Fall... Alter, man ist mit dem Teil so schnell durch, ne? Da kann man sich mal erlauben, sogar durch Lava zu fliegen. Das sieht richtig cool. Bam. Viel Spaß. Boah, ich frage mich, wo ich jetzt gleich rauskomme. So. Ach ja, hier ist ja noch Decke. Wird halt weh. Räumlichkeiten. Huch. Spawnen die eigentlich die Plantera-Knospen eigentlich nach schon, ne? Ich glaube schon, wie soll jetzt den Boss sonst bekämpfen können? Ab einem gewissen Zeitpunkt. Würde ja ebenfalls heißen, dass du auch noch eine begrenzte Anzahl versuchen hast. Ich glaube, sowas machen die nicht. Würden damit bestimmt nur irgendwelche Spieler verärgern. Korrekt. Und das will ja kein Entwickler. Easy sein. Knospen, Knospen, wo seid ihr, ihr beschissenen Knospen? Lustigerweise, ich hatte vorhin die Situation, ich buddel mit meinen Bohrer-Dings ein bisschen in den Knospen rum. Wohnen unter einer Knospe weg. Was passiert? Nix. Die Knospe löst nicht aus oder so. Aber gerade eben haben wir ein Erz, wurde die Welt mit einem Erz gesegnet, was wir schon bereits haben. Das ist ein Nachteil. Tja, ja. Wie gesagt, wir werden einfach neu gesegnet. Im Normalfall. Nein. Ja. Brauche ich nicht. Ich muss. Warte mal, ich muss mal ganz kurz auf der Map gucken. Okay, nach da hin kann ich mich hochbuddeln. Dann tue ich das auch. Da. Hey, wo bist du? Hallo? Hallo. Da. Boah. Wir haben noch einen zweiten Schlickumwandler. Den kann man zum Verkaufen nehmen. So. Ja, läuft bei euch. Wow. Freeze. Das Game einfach mal. Was sagt eigentlich die Zeit gerade? Gerade mal 9 Minuten.
Alter, das geht mir aber auch schon wieder eigentlich zu schnell so mit dann. Man vergisst echt beinahe schon bald die Zeit sogar. Warum habe ich hier denn so einen komischen Dino? Oh, dann halt nicht. Oh. Party ist vorbei. Boah, Alter. Nein, wir haben in unserem Keller ebenfalls ein neues Pick. Aufgrund, wenn ich da angepflanzt habe. Meint das Spiel, hey, bist du um. Okay, hier schauen wir mal. So. Reichen doch auch irgendwann mal. Boah, Alter. Da. Hm. Ich hab's. Ah, okay. Ja, wenn das halt rückwärts funktioniert ja auch. So, und jetzt nach oben. Los, ganz schnell, ey. Hier habe ich schon wieder irgendwie irgendwas, was ich nicht brauche. Ach komm. Ah doch. So. Oh Gott. Alter. Lass dir niemals Sand auf den Kopf fallen. So im Motto, ne? Ja. Yeah. Das ist eine doofe Idee. Alter. So, du kannst deine Maschine übrigens wieder haben, ne? Ich habe mich jetzt erstmal genügend ausgetobt. Fürs Erste. Na, wenn es gut läuft, vielleicht bald eine eigene. Albezeit hast du deine eigene dann. Achso. Perfekt, jetzt brauche ich noch. Checken. Ja, ich bevorzuge tatsächlich das Ufer an zum Reißen und das hier zum Abbauen echt richtig. Es ist halt echt krass, wie schnell du damit einfach Sachen destroyst. Ja. Da kannst du kannst eigentlich gar nicht systematisch irgendwas mit abbauen. Du musst verdammt darauf aufpassen. Aber kannst du es nicht hinkriegen. So, warte, hier kriegst du erstmal trotzdem vorab wieder. Okay. Wie gesagt, ich bin da erstmal mit zufrieden mit dem, was ich jetzt da rausgeholt habe. So. Boom. Was hältst du eigentlich davon, wie ich das bisher ausgebaut habe? Ah, gefällt mir. Ich habe jetzt gerade nochmal ein bisschen vergrößert übrigens. So. Boah, Alter, der Typ besteht jetzt aus 9 Minions. Das könnte ein 9 Kraben sein. Ja genau, 9 Kraben. Wer kennt sie nicht? Die 9 Kraben der Apokalypse. So. War es nicht 10? Vielleicht wäre ich es auch völlig. Das sollte jetzt eigentlich alles töten können, denke ich. Oh. Probieren wir es doch mal aus, oder? Es waren nur 4. Ne, es waren 5, oder? 5 Reiter der Apokalypse? Ne, 4. Warte, da gucke ich lieber nach, bevor ich da Scheiße rede. Ich bin auch der Meinung, 4. 5, je nachdem. 4 oder 5, je nachdem, welche Erzählung du gehst. Welche Erzählung? Hä? Was? Es gibt mehrere Überlieferungen. Über? Die 4 Reiter. Es gibt. Welche? Warte mal. Tod, Krieg, Pestilenz und Hunger. Sechstes Kapitel, es sind 5, hast recht. Echt? Welches ist die 5? Chaos müsste es sein. Ja. Und übrigens, Tod gehört.
gehört in manchen Geschichten nicht dazu. Statt Tod haben sie dann... Oh, ich weiß nicht, wie der heißt. Aber auf jeden Chaos, Chaos ist doch meistens nicht dabei. Meistens ist ja Tod dabei. Deswegen, also es gibt zwei Erzählungen. Es gibt halt einmal mit vier Reitern und es gibt aber auch mit fünf. Chaos ist, Chaos ist der mit fünf Erzählungen ist. Der fünfte Reiter. Der halt aber nur vorkommt. Kein Pferd hat, sondern Streitwagen übrigens. Genau, genau. Das ist der Angeber. Man könnte sagen, er ist quasi der Anführer, fast schon. Der halt nur auftaucht, wenn wirklich in Anführungszeichen Not am Mann ist bei seinen Einheiten. Naja, er taucht dann auf, wenn Chaos benötigt wird, ne? Ja, das beschreibt es. Er hat einen Streitwagen mit zwei Pferden davor. Wie edel, er hat sogar zwei. Wow. Sonst der Zeitdieb von Terry Pratchett. Könnte ich mir, falls ihr es noch nicht kennt, anhören oder anlesen. Alter, ich bin Buchhändler. Ja, ist ein gutes Buch. Moment! Er ist Buchhändler und er sagt ihm nichts. Wow. Nee, ja, kenn ich. Ach so. Ja, von dann, nee, kennst du nicht, hab ich verstanden. Oh Gott. Gott, die Audioquali. Ich hoffe, dass in der Aufnahme nicht zu sehr das reinfuscht, also vom Audio her. Auch ganz viele Pilze, die wir jetzt nicht mehr brauchen. Schön, dass ich diese Farm angelegt hab. Seine Uhr noch Ewigkeiten nicht gereinigt. Das kann natürlich auch sein. By the way, komm mal zu mir, Zionk. Ich habe noch was ganz Tolles für dich. Aber ich kann mir eine Pilzrüstung bauen. Verstärkt nur Fernkampfangriffe. Mach jetzt weiter. Wusstest du das nicht? Doch, hatte ich vorhin schon nachgeguckt. Entweder Fernkampfangriff, Bogenangriff oder Raketenangriff. Boah, wie man dreimal. Ich weiß schon, was ich nehmen werde. Hier, warte, wo bist du? Da. Ja. Wow. Reicht das erstmal für dich auch? Ja. Okay. So. Mit dem Shroomite ist auch eine teilbeliebte PvP Dings. Rüstung? Ja. Ich glaube, mit Shroomite kannst du tatsächlich, wenn du stehen bleibst, unsichtig werden. Unsichtbar werden. Okay. Unsichtbar werden. Und wenn du dann die Sniper Rifle benutzt, kannst du ja außerhalb deines Screens zoomen. Ah, okay. Heißt, du kannst Gegner unsichtbar auf Entfernung snipen. Oh, wie mies. Also eine echt fiese Kombi. Das ist eine total fiese Kombi. Außerdem machst du dadurch auch noch Zusatzschaden, also Schusszusatzschaden. Kannst, soweit ich weiß, auch schneller schießen und hast eine höhere Chance auf einen kritischen Treffer. Und wenn du mit der Sniper einen kritischen Treffer machst, dann ist es egal, welche Rüstung der Gegner anhat, immer ein One-Hit-Kill. Jetzt verstehe ich, warum die Sniper so beliebt ist. Außerdem hat die Sniper auch noch einen Scope, womit sie noch weiter rauszoomen kann und noch mehr kritische Möglichkeit hat. Okay. Weißt du, was ich nämlich gerade mache? Genau dieses Scope. Also hast du die Sniper oder? Nee. Aber ich werde sie noch haben, bald. Wo kriegt man sie denn her? Von den Sniper-Skeletten aus dem Dungeon. Das heißt auch in Theorie vor dem Endboss. Ja. Zählt dieser One-Hit-Effekt auch für den Endboss? Nee, oder? Nee. Okay, Granit. Das macht halt, eine Menge Schaden. Ich glaube, es macht 1000? Wenn wir Granit brauchen. Ganz kurz, wenn wir Granit brauchen, ne? Ja, Staris? Wenn wir Granit brauchen, Mob-Farm, bitte sehr. Okay. War mal so frei. Ich gebe ein bisschen Steine-Farm. Granitblöcke ist aber auf jeden Fall der schnell. Der Nachteil ist halt wirklich die lowe Schussrate bei der Sniper und dass du wirklich gut zielen musst. Ach so. Wenn du halt daneben pfefferst, dann musst du halt erstmal halb warten, bevor du neu schießen kannst. Dann pack ich ein G's aus, die ich hab. Ja. Yeah. Oder halt ein, was ich an 2000 sonst. Aber es ist halt super zum Fernkampf angehen. Und es macht wirklich Spaß zu zoomen und den Gegner wegzusnipen, wenn ich mal weiß, dass du da bist. What the fuck? Star Wars, es gibt noch was für dich. Ich kann die Statue nicht platzieren. Das triggert mich ja. Pass mal auf. Huch. Versuch's jetzt. Ja, cheers. Da hab ich auch noch was. Ach stimmt, die Banner waren im Weg. Lol. Ach, weil, ja, die sind drei hoch, ne? Exakt. Oh, wie mies.
Ich platziere hier noch ein paar lustige Banner. Alter, das cool. Leuchtsterbe. Warte mal. Heißt das jetzt, man kriegt auch von diesen Augen diese Linsen? Warte mal kurz. Lass mal. Läuft doch. Okay, lass mich mal rein. Mach Tür auf. Hallo? Tür auf? Fragezeichen? Geht nicht? Da, doch. Geht schon. Oh, wir kriegen auch jetzt richtig viel Clipper. Aua! Okay, das war die Strafe vorhin, oder? So. Ich brauche ein bisschen Geld herein, ja. Wie viel? Rob und ein Platin. Warum habe ich einen Nachtlichthelm gekriegt? Woher habe ich den denn? Kannst du einfach so kriegen. Danke. Lol. Das passt. Ungefähr. Ich wollte gerade sagen, das sind 75 Platin zu viel, aber egal. Kann ich mir noch ein bisschen anderen Kram kaufen? Oh, ist es jetzt 6 Uhr morgens? Das ist gesonnig. Was wolltest du denn? Ich brauche illegale Waffenteile. Exakt in dem Augenblick kommt so der Morgen an, ne? So. Muss nicht. Ich bin sicher, wir hatten noch welche rumliegen. Irgendwo. Hoffentlich. So, daher ja alle versammelt sind und wir gerade mal 21 Minuten haben. Ich glaube, ich kann mir das noch gerne mal machen, eben hier, ne? Haben, glaube keiner mit einem Problem. Ja, stimmt, kannst du mir eigentlich eine Terra-Klinge machen, Dion? Ich? Ja. Bring mir Murasama. Das zählt noch. Den Rest kann man sich wieder zusammenfarmen. Okay. Das geht auch. Ah, scheiße! Verdammt, andere Seite vergesse ich beinahe. Ah, schnell auf die andere Seite. Ja, ich glaube, ganz alleine ist ein bisschen zu blöd gewesen zu starten. So. Steht einfach hier. Mein Viech macht den Rest. Barbarisch, reicht das oder willst du einen besseren Effekt drauf haben? Gib mir irgendwie. Ja. Okay. Fromm habe ich. Legendär! Ich arbeite dran. Tödlich, rasch, nein. Fromm, rasch. Legendär! Hab's. Jetzt muss ich nur noch meine Klinge auf Legendär hocharbeiten. Boah, bis jetzt 2 Minen. Das ist bitter. Das wäre so schön mit mehr Edition. Ich viel Geld gegeben. Oh, ich brauche noch Edition, Mann, scheiße. Wie es auch immer aussieht, wenn du irgendetwas nachschmiedest. Den ganzen Items oben lang ziehen. Ja, das ist es. Du weißt, inzwischen kann ich einfach vor dem Tor stehen und nichts machen, weil mein Rache alles tötet. Das ist totaler Overkill. Der Typ agiert besser als sogar die, der macht es sogar noch schneller als die Dingens, als die ganze Ballist, die wir da was aufgestellt haben. Okay. Okay. Der ist da sogar noch effektiver. Wir müssen beides mal zusammenhauen. Der stirbt alles, bevor es überhaupt sich bewegen kann. Die sind einfach instant tot. Das ist total traurig, Mann. Klar, wenn es um Haringas-Waffen geht, sich im fünften Versuch legendär an. Bei mir. Nee. 2 Jahre später. Nein! Ja. Nein, ich Idiot. Hast du noch ethische Kristalle hier, wollte ich sagen? Ja. Es war gerade legendär da und dann habe ich aus den Eimer weitergeklickt. Ich würde mich einfach um. Du brauchst keine hinzusetzen, das geht los, oder? Parallel. Dir ist bewusst, dass mein Drache dich alles tötet. Okay. Ja gut, ich mache auch eigentlich mit dem Schwert, was du mir gegeben hast, was ja einfach so ein Feuerding ist.
Warte mal, dein Drache gegen den Drachen. Das wird interessant. Ja, hier. Sonnenausbruch. Endlich. Das ist kein Schwert, das ist ein Nur 68 Platin. Rein visuell sieht es einfach aus, als würde es so ein langes Schwert schwingen. Ja, gut. Rein, ja, mal, bist du? Platin? Erstmal bringe ich dir dein Ding vorbei. Mhm. Ja, ich bräuchte noch sehr viel Geld, habe ich festgestellt. Da. Zu unfähig Sachen zu werfen, so. Sieht doch gut aus, das mit dem Drachen, ne? Ja. Ich sterbe dort. Ich hab ne Schrotflinte. Überleben. Das Ding ist halt echt nicht schlecht. Ich glaube sogar bei dem wäre langsam gar nicht so schlecht, damit die Schüsse langsamer fliegen. Am besten wäre das, wenn ich jetzt das mit einer Waffe paire, die einen Gegner verlangsamt, weil dann kann mein Drache sich diesen Drehangriff machen und die Gegner einfach komplett zerstören, während der verlangsamt ist. Stimmt. Warte, Kristall ist da auch illegale Waffenteile. An einem gewissen Punkt werden Spiele immer langweilig. Das ist lustig mit meinem Drachen hier. Also ich merke noch nichts von wegen langweilig. Liegt aber vielleicht daran, dass ich einfach noch zu gehypt bin. Und 380 Stunden später wirst du es auch bemerken. In grob 380 Stunden wirst du es auch mal merken. Ja, gut, dass das ist der Punkt gibt, wo du etwas zu viel davon hast. Aber bis dahin. Jetzt noch mein Viech auch noch mitkämpfen, mein Guardian. Solltest du dich nicht um Rex kümmern? Ja, ich wollte nur eben mal schnell einiges mit crappen. Vielleicht ist es ein Ogre. Warte. Töte mal den Ogre. Oh Gott, oh Gott. Noch einer. Ich kümmere mich aber jetzt hier um links erstmal. Du kommst jetzt zurecht. Wow! ja, ich hab vergessen, mal auf die Leben zu gucken parallel. Ja, okay, ich komm's zurecht. Ein Königreich für eine Flasche. Ach ja. Wird interessant jetzt. Wer ist eigentlich größer, Betsy oder dein Drache? Betsy. Ja, du musst da aber noch dran arbeiten, oder? Hm? Du musst da aber noch dran arbeiten. Dein Drache muss sogar größer sein als Betsy. Na, das geht gar nicht mehr. Also 9 ist das Maxi. Okay, nächstes Mal modde ich irgendwas passend zurecht. Das wäre geil, wenn man da das mal irgendwie so einen Riesen oder du kannst einfach Betsy beschwören für dich selber. Jeder Boss kriegt einfach die, oder generell jeder Gegner, kriegt die 0,01%ige Wahrscheinlichkeit, dass du einen Beschwörer für ihn erhältst. Oh, Alter, das wäre geil. Guck mal, ich hab neunmal den Moonlord. Oh, Alter, wenn der Moonlord mit dir kämpft, Junge. Alle sind kaputt, Junge. Das Problem ist die Größe einfach. Ich glaube, das würde auch mal einen Surfer zerlegen, einfach nach einer gewissen Zeit.
Ich habe gerade gemerkt, der Nachteil von dieser Rüstung ist, dass du sterben kannst. Okay. Die Erkenntnis kam dir früh. Ich komme. Ach, die Armee der Alten. Wie lange geht die Aufnahme noch? Fuck. Lange bis die Armee hier durch ist, by the way. Ah, okay. Da helfe ich ja kurz mit. Oh Gott, oh Gott. Warte, sie macht das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bum, bum, bum. Gott. Ich brauche echt die andere Rüstung. Na, ich weiß, du brauchst du gute Heiltränke. Nee, ich brauche nur die andere Rüstung. Und ich soll nicht mit meiner Schrottwaffe kämpfen. Ja, ich bin auch tot. Lass es mal. Hui. Ach, Mann, schade drum. Aber wirklich so. Das ist Betsy. Hi, Betsy. Betsy. Betsy wird einfach Betsy verschwinden. Betsy wird verschwinden. Nein. Wir sind ernsthaft. Vor Betsy sind wir versagt. Na gut, ich guck mal. Ja, kommt sogar in 31 Minuten. Ja. Schade drum. Einfach nur schade drum. Was hast du denn da auf einmal wieder ausgegraben aus deinem Keller? So. Das hier ist ein schon recht altes Stück. Ja. So, so. Einmal hier aufräumen. Nee, ich bin einmal weg. Jo. Also, für immer? Ja. Fragezeichen? Also. Nein. Nur Koordinat oder wie? Achso. Ich komm. Ah, okay. Heute Abend wieder. Gut, dann bis dahin, ne? Mhm. Dann würde ich sagen, das war's dann für heute. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.